Morgen, meine Lieben. Guten Morgen. Na, heute bin ich ein bisschen später dran. Aber was ist schon Zeit? Was ist schon Zeit? Jetzt bin ich hier. Jetzt bin ich hier. Bist du jetzt hier? Bist du jetzt vollkommen hier? Du kannst nur im Jetzt vollkommen hier sein. In diesen einzigen Moment, den es gibt. Weißt du, mein menschlicher Geist, wenn ich wirklich nicht meinen Geist trainiere, dann ist er immer in der Vergangenheit. Erinnert gerade irgendwas, was in Wirklichkeit gar nie passiert ist. Eine der Aussagen, die Jesus im Kurs trifft, ist, die Vergangenheit war nie wirklich. Nur eine Geschichte in deinem Geist. Ist nur eine Geschichte in meinem Geist. Sie war nie in Gottes Geist. Stell dir das mal vor. All diese Geschichte, all dieses Drama, all dieser Hubert, der in seinem Leben scheinbar so viel gelitten hat, dem seine Geschichte so besonders war, der geglaubt hat, er wäre ganz anders wie alle anderen. Diese Geschichte war nie wahr, weil sie nie in Gottes Geist passiert ist. Ist das nicht unglaublich? Sind das nicht vollkommen befreiende Nachrichten? Was ich glaube, das passiert ist, ist nie wirklich passiert. Ist nur in meinem Geist passiert. War nur eine Idee, dass irgendwas getrennt von Gott passieren könnte. Hörst du mich? Hörst du mich wirklich? Ich spreche zu dir. Ich spreche zu niemand anderen. Ich spreche zu dir. Hörst du das? Das, was ich glaube, es wäre passiert, ist nie passiert, weil es in Gottes Geist nicht passiert ist. Das ist, was Erwachen ist. Gott leidet nicht. Gott grämt sich nicht. Gott fühlt sich nicht besonders. Alles, was da ist, das ist nicht passiert, weil es in Gottes Geist nicht passiert ist. Und ich erinnere mich daran mit den Lektionen und ich erinnere mich jeden Tag und jeden Moment kann ich mich erinnern, dass es nicht passiert ist. Dass Raum und Zeit nicht passiert sind. Dass das Unmögliche nicht geschehen ist. Dass all, was ich glaube, ich auf meinen Schultern trage, diese ganzen Ideen der Vergangenheit, diese ganze Geschichte, dieses ganze Drama, dieses Leiden, diese Kriege, dieser Konflikt, diese Schuld nicht passiert sind, weil sie keine Ursache haben. Wenn sich was keine Ursache hat, kann nicht wahr sein. Das ist die ständige Erinnerung von Jesus von Nazareth. Das, was du siehst, ist nur die Vergangenheit. Und wenn es die Vergangenheit nur ist, ist es vorbei. Die Lektionen 7 und 8, ich sehe nur die Vergangenheit. Was vergangen ist, ist vergangen und ist vorbei. Mein Geist ist nur mit vergangenen Gedanken beschäftigt. Und das, was vergangen ist, ist vorbei. Was ist die Erlösung, die Befreiung aus der Vergangenheit? Wer bist du ohne Vergangenheit?
Wie würdest du dich jetzt erleben ohne Vergangenheit? Wärst du nicht frei? Frei von der Vergangenheit ist, was Glücklichsein im Hier und Jetzt ist. Frei von der Vergangenheit ist, was Leben ist im Hier und Jetzt. Was wäre ich ohne Vergangenheit? Wer wäre ich ohne Vergangenheit? Wer wäre ich wirklich ohne Vergangenheit? Dann wäre ich wirklich. Hörst du mich? Ich spreche zu dir, nur zu dir. Zu dir im Hier und Jetzt. Wenn Jesus zu uns im Kurs spricht, spricht er nicht zu uns als Körper. Als Idee von Vergangenheit und Zukunft, sondern als den erwachten Geist im Hier und Jetzt. Als den Christusgeist, als den Lichtgeist, der du jetzt bist. Die Vergangenheit ist vorbei. Ich sehe nur die Vergangenheit. Das ist das Eingeständnis, das ich nicht sehe. Solange ich die Vergangenheit sehe, sehe ich nicht. Ich bin blind. Solange mein Geist mit vergangenen Gedanken beschäftigt ist, denke ich nicht. Ich halluziniere. Das ist das Beispiel des Apostel Paulus. Er war auf dem Pferd, er war auf dem Weg nach Damaskus. Er wurde von einem Licht geblendet, er fiel von seinem Pferd. Er war 3 Tage völlig blind. Wir sind alle blind. Ich bin blind, solange ich diesen Formen diese Bedeutung gebe. Solange ich Gedanken der Vergangenheit denke, über die Vergangenheit bin ich nicht denkend, nicht existent. Ich sehe nur die Vergangenheit. Mein Geist ist nur mit der Vergangenheit beschäftigt. Ich sehe nichts, wie es jetzt ist. Und weil ich nicht sehe, wie es jetzt ist, kann man sagen, dass ich nicht sehe. Ich sehe nicht. Sehen ist nur im Hier und Jetzt. Es ist gut, mir einzugestehen, dass ich blind bin. Dass ich nicht denke. Dass ich nicht sehe, wie es jetzt ist und dass ich dringend Hilfe brauche, dass ich sehen will. Ich will sehen im Hier und Jetzt. Die Frage ist nicht, ob du die Vergangenheit siehst oder die Gegenwart. Die Frage ist, dass du nicht siehst und ob du sehen willst. Willst du sehen? Willst du wirklich sehen? Dann entscheide dich dafür. Gott ist der Geist, mit dem ich sehe. Dieser Moment ist der einzige Moment des Sehens. Ich will alles neu sehen. Ich lasse mir vom Heiligen Geist die Augen öffnen. Und ganz neu sehen. Heiliger Geist, lass mich sehen. Lass mich die Wirklichkeit sehen, hier und jetzt. Öffne meine Augen.
und lass mich das Licht sehen. Lass mich das Licht erkennen. Erwecke mich zum Leben. Wow. Lass mich sehen, Heiliger Geist. Öffne mir die Augen. Öffne mir das wirkliche Sehen. In Indien sagt man, mit dem dritten Auge zu sehen, durch den Heiligen Geist zu sehen, ist das einzige Sehen. Wenn es nicht durch den Heiligen Geist ist, bin ich blind. Hey, danke, meine lieben Schwestern, danke, meine lieben Brüder. Ich will wirklich sehen. Vor allem anderen will ich sehen. Was für eine tolle Erinnerung. Und ich sage dir Dank, dass du vor allem anderen sehen willst. Die Wahrheit, das Leben, die Schönheit der Schöpfung. Danke, danke, danke. Wir sehen uns in einem Augenblick, heute am Abend, 19.15 Uhr. Vor allem will ich sehen. Danke, ich liebe dich so sehr. Danke.